Herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Heute habe ich mal was ganz anderes. Und zwar geht es da um die Rasierschaumdose. Und ja, das ist meine. Und jetzt kann man da eine ganz tolle Sache draus machen. Und zwar ist das so, die ist leer. Und die bohre ich jetzt hier unten eben auf, hülle das Ganze aus und dann kann ich da dementsprechend meine Geldscheine reinstecken und nicht die bei mir im Badezimmer steht, sage ich jetzt mal so, oder wenn die im Badezimmer irgendwo rumsteht, wer guckt schon darunter, ob da dementsprechend Geld drin ist. Kann man als Spardose nehmen, kann man wirklich ins Schrank stellen, in den Vorratsschrank oder keine Ahnung wohin, und das fällt also überhaupt nicht auf. Wichtig ist nur, dass man das nachher nicht wegschmeißt, wenn das ganze Geld da drin ist. Ist aber mehr eben halt was für Scheine gedacht. Also ich könnte das auch als Spardose nehmen. Wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Dann mache ich hier einfach nur einen Schlitz rein und schmeiße dementsprechend einfach das Geld da rein. Und wenn sie ja voll ist, dann kann ich sie dementsprechend aufmachen. Okay, das ist eigentlich vielleicht sogar noch eine bessere Idee. Ich werde da einen Schlitz reinmachen, die dann dementsprechend ausspülen. Und dann habe ich eine Spardose, eine Unikat-Spardose. Okay, ich mache mich da jetzt mal eben ran und dann gucken wir mal, wie das Ganze gleich aussieht. Ja, und fertig ist sie schon. Ich habe da jetzt einfach 5 mm Löcher genommen, die habe ich einfach in eine Reihe gebohrt. Und damit ist meine Spardose fertig. Wenn ich die jetzt irgendwo im Schrank stelle, die fällt also gar nicht auf. Und ja, der Schlauch ist da auch noch mit drin. Mal sehen, ob ich den da rauskriege. Und rauskriegen tue ich den nicht, aber ah, hier ist er, da kann man ihn sehen. Der steckt also noch da drin, der stört mich auch nicht, der kann da ja auch drin bleiben. Und jetzt kann ich beigehen und dementsprechend da Geldmünzen reinpacken. Und da ich gerade nichts per Hand habe, nehme ich mal eben halt unter die Scheiben. Die kann man ja auch nehmen, ist ja lustig. Ich könnte da, genau, was ich jetzt mache, das finde ich lustig. Wo ist meine kleine Graviermaschine? Ich graviere da einfach jetzt ein Datum drauf, dann weiß ich, wann ich die ersten Münzen da reingeschmissen habe. Heute ist der 13.09., den nehme ich aber nicht, aber glaube ich, nehme den 14. So, damit haben wir den 14. Starttag, der 14.09.22, also morgen geht's los. Die schmeiße ich da schon mal rein. Dann weiß ich immer, wann ich angefangen habe, und die sind da jetzt auch drin. Kommt ein bisschen Wasser raus, weil ich das eben gerade sauber gemacht habe. Ja, und die stelle ich mir jetzt in meinen Vorratsschrank und dann werde ich diese befüllen. Mit entweder 1 Euro oder 2 Euro Stücken. Also wenn ich da 2 Euro Stücke reinmache und die ist voll, da ist eine Menge drin. Und wenn ich danach ran will, dann schneide ich die einfach hier mit der Trennscheibe auf und dann komme ich an mein Geld. Aber so komme ich da auf alle Fälle nicht dran. Und ja, nennt sich auch dennoch Geocaching. Nein, das wäre ja nicht, weil man müsste ja da rankommen können. Aber es ist einfach eine coole Sache und da kommt also keiner drauf, dass da Geld drin ist. Also wenn ich die irgendwo hinstelle, so, da passiert dann gar nichts. Es sei denn, es fasst jemand an, dann würde der merken, dass die schwer ist. Aber ansonsten ist das also voll in Ordnung. Und natürlich darf die niemand wegschmeißen. Das ist natürlich auch klar. Ja, in diesem Sinne, mal was ganz Lustiges, noch mal was anderes. Vielleicht was für Kiddies. Können sich selber basteln. Papas Rasierschaumdose nehmen. Den Deckel abmachen hier. Draufdrücken, bis alle ist. Und dann Löcher reinbohren. 5 mm alle in einer Reihe. Vielleicht noch ein bisschen entgraten, habe ich auch gemacht. Dass man sich nicht die Finger dran kaputt macht, ist aber Alu hier, und dann schneidet man das, den Bohrer einfach bohren und dann hin und her ein bisschen fräsen, damit das ein Langlauf wird, mit der Feile ein bisschen sauber machen, und dann hat man eine tolle Spardose. Ja, in diesem Sinne freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt und ich wünsche allen einen schönen Tag noch.